Immer mehr Lkw auf der Autobahn. Das erklärte Ziel von Politik und Herstellern ist, sie müssen immer effizienter und vor allem sauberer werden. Das funktioniert auch dank eines Zusatzstoffes zur Abgasreinigung, AdBlue genannt. Abgasreinigung mit AdBlue ist im Moment das Beste, das wir haben, wenn es halt funktioniert. Das Problem? AdBlue ist ein Kostenfaktor. Einfache Geräte für wenige Euro helfen Kriminellen, AdBlue einzusparen. So schalte ich die AdBlue-Anlage ab. Das merkt keiner. ZDF-Recherchen decken den Umfang des Betrugs auf. Die Schäden für Umwelt, Wirtschaft und Steuerzahler sind gewaltig. Wenn das ganze Fahrzeugflotten sind, die damit ausgerüstet werden, ist es auch gegenüber den deutschen Unternehmen ein Riesenwettbewerb. Maut- und Steuerhinterziehung. Tausende Lkw mit manipulierter Abgasanlage auf deutschen Straßen. Droht der nächste große Abgasskandal? Fernfahrer Ricardo Felske tankt seinen Lkw. Ungefähr 30 Liter Diesel pro 100 Kilometer verbraucht er. Auf der anderen Seite ist ein zweiter Tank mit blauem Deckel für AdBlue. AdBlue ist der Markenname einer Flüssigkeit, die aus Harnstoff und Wasser besteht und etwa 50 Cent pro Liter kostet. Rund 1,5 Liter braucht so ein Lkw für 100 Kilometer. AdBlue baut die giftigen Stickoxide im Abgas ab. Wie oft wurden Sie schon kontrolliert und wie oft wurde Ihre Abgasanlage kontrolliert? Also die Abgasanlage wurde doch bei mir doch gar nicht kontrolliert. Und so, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fahre jetzt knappe 10 Jahre Lkw und wurde vielleicht 4-5 Mal kontrolliert. So, das war's schon. 26 Liter haben wir jetzt getankt. Unser Verdacht? Auf den Autobahnen fahren Lkw, deren Abgasanlage manipuliert ist. Sie tanken kein AdBlue wie Ricardo Felske und verpesten die Luft. AdBlue wird nicht in den Motor, sondern in die Abgasanlage eingespritzt. Nur so ist es möglich, die strengsten europäischen Umweltnormen zu erfüllen, Euro 5 und Euro 6. Spart man sich AdBlue, entsprechen die Abgaswerte nur noch der uralten Euro 1-Norm. Spontane Kontrollen für Abgaswerte gibt es auf deutschen Straßen nicht, obwohl sie Grundlage für die Mautberechnung sind. Bukarest, hier beginnt unsere Recherche. Andreas Mossirsch, Vorsitzender eines Verbandes für die Transportbranche, will mit uns herausfinden, ob und wie Lkw manipuliert werden. Wir schalten Stellenanzeigen in Bukarester Zeitungen. Angeblich suchen wir Personal. Die Bewerber erklären sich bereit, die üblichen Betrügereien mitzumachen. Arbeitszeitüberschreitungen, Abrechnungsbetrug, alles kein Problem. Ein Techniker kommt mit diesem Vorschlag. Ich kann Ihnen AdBlue-Emulatoren einbauen. Da sparen Sie pro Fahrzeug und Jahr 2000 Euro. Der Mann gibt uns eine Internetadresse. Dort ist die Technik erklärt und eine Telefonnummer eines Händlers in Bukarest. Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist genau beschrieben, dass der die Messwerte quasi dann an den Rechner falsche Messwerte an den Rechner einspielt. Ne? Hier steht eigentlich, dass er den Rechner umgeht sozusagen oder falsch eingibt. Mhm. Ja, die Emulatoren wurden ursprünglich für den Export entwickelt, damit Lkw auch ohne AdBlue fahren können. Wichtig für die Absatzmärkte in Afrika oder Zentralasien, denn dort ist AdBlue nicht erhältlich. Wir kaufen eines der Geräte online und verabreden, dass wir es persönlich abholen. Die Fahrt führt in einen Vorort. Wir treffen den Händler in einem Hinterhof. Seine Emulatoren kommen aus Hongkong. Ihr Verkauf ist nicht illegal, sagt er. Die Geräte könnten ja auch zum Testen von Motoren verwendet werden. Was kostet das? Der hier passt für die meisten Lkw. Den bekommen Sie für 79 Euro. Okay, was ist, wenn er nicht funktioniert? Gibt es Garantie. 6 Monate. Wir suchen jetzt nach einer Werkstatt, die uns den Einbau zeigen könnte.
Wir geben uns als Besitzer einer deutschen Firma mit eigenen LKW aus. Die wollen wir umbauen lassen. Je dubioser die Werkstätten, desto offener reden die Mechaniker. Dieser Mann sagt, natürlich kann er den Einbau demonstrieren, aber er hat gerade keinen passenden LKW. Er telefoniert herum und schickt uns in eine Kleinstadt nördlich von Bukarest. Der Inhaber dieser Spedition erzählt uns, er habe 30 eigene LKW. Bei einem müsse der Emulator ausgetauscht werden. Wir erklären, dass wir den Umbau dokumentieren wollen und filmen mit dem Handy. Erst programmiere ich den Emulator auf das Fahrzeugmodell. In unserem Fall ein deutscher MAN-LKW. Das sind die Sicherungen für die. Das ist die Sicherung für das AdBlue, für die AdBlue, für das AdBlue-Gerät. Genau, diese Sicherungen sind herausgezogen. And that's it. Jetzt sehen Sie, dass das Warnlämpchen links leuchtet. Es zeigt an, dass die AdBlue-Anlage nicht funktioniert. Der LKW könnte jetzt noch fahren, denn AdBlue wird nur in der Abgasanlage verwendet, nicht im Motor. Doch wenn die Elektronik merkt, dass kein AdBlue zugeführt wird, sollte automatisch die Leistung gedrosselt werden. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Emulator verhindert diese Drosselung. Das funktioniere hundertprozentig, behauptet der Fahrer. Wie viele Kilometer ich im Jahr fahre? Ja, so 100.000 oder mehr. Auf jeden Fall habe ich noch nicht ein einziges Mal AdBlue getankt. 10 Minuten später. Alle Kabel sind angeschlossen. Die Anzeige für den AdBlue-Tank steht jetzt auf halb voll, obwohl er leer ist. Auch das regelt der Emulator. Nach dem Start des Motors geht auch die Warnlampe aus. Nichts deutet mehr darauf hin, dass der LKW mit einer ausgeschalteten Abgasreinigung unterwegs ist. Das war alles? Das war alles. Jetzt kann er losfahren. Wir recherchieren in mehreren Werkstätten. Die offiziellen Niederlassungen schicken uns weg. Alle freien Werkstätten machen uns Angebote. Aber offensichtlich ist es in der Bedienungsanleitung ja sehr exakt beschrieben, mit welchem Kabel, mit welcher Nummer man das da anklemmt. Und das scheint nun kein Hexenwerk zu sein. Und wenn man sich hier umschaut, in welchem Milieu teilweise hier das Know-how in der europäischen LKW-Industrie ausgenockt wird, dann ist man eigentlich erschreckt, auf wie einfach ein Niveau das Ganze läuft. Ne? Wir fragen den Mann, ob er uns ein Angebot für unsere LKW schicken kann. Kein Problem, sagt er. Ich habe insgesamt 30 LKW. Die sind alle umgebaut. Das machen hier viele. Spart je nachdem bis zu 2.000 Euro im Jahr. Der durchschnittliche Jahresgewinn eines LKW liegt selten über 6.000 Euro. Da lohnt es sich, pro Fahrzeug zusätzlich 2.000 Euro zu sparen. Runde 80 Euro kostet ein Emulator. Geliefert wird auch nach Deutschland. Aus Ungarn, Hongkong, Lettland, England. Verpackt, verzollt und einsatzbereit. Wir wollen herausfinden, ob manipulierte LKW tatsächlich auch in Deutschland fahren. Dennis Pöhler von der Universität Heidelberg hat einen Schnüffler entwickelt, der Abgase von einzelnen Fahrzeugen während der Fahrt messen kann. Im Auftrag des ZDF und des Verbands Camion Pro erstellt er eine Studie. Kann denn im Moment irgendjemand eine vergleichbare Messung in Deutschland machen wie Sie? Also in Deutschland gibt es jetzt keine Institutionen, die jetzt sich darauf spezialisiert haben, sowas zu machen. Es gibt Gruppen, die mobile Geräte haben, das sind aber eher meistens sehr, sehr große Messfahrzeuge. Also Behörden, Polizei, ähnliche? Nein, die haben sowas eigentlich technisch gar nicht. LKW werden bei der Zulassung in Schadstoffkategorien eingeteilt. Im Straßenbetrieb wird nicht mehr geprüft, ob sie ihre Werte einhalten. Ein Konzept, wie man das ändern könnte, gibt es bis heute nicht. Kein Mensch hat sich offensichtlich Gedanken gemacht, wie man das in der Praxis überhaupt überprüfen will. Das ist ungefähr so, wie wenn man eine Geschwindigkeitsbeschränkung einführt und hinterher feststellt, man hat noch nicht mal Radarpistolen und keine Radarfallen. Ne? Also kein Mensch kann bis jetzt die LKWs, die auf der Straße unterwegs sind, messen.
Uns interessieren giftige Stickoxide, die eigentlich durch AdBlue eliminiert werden sollten. Wir suchen und prüfen nur Lkw mit blauem AdBlue-Tankdeckel. Sie machen den Großteil der Fahrzeuge aus. Der Schnüffler misst die Verhältnisse der verschiedenen Schadstoffe zueinander. Er kann auch eine dünne Abgasfahne analysieren. Abgase von Dieselmotoren bilden ein typisches Muster. In den sogenannten Euronormen sind diese festgelegt. Sie bestimmen, wie viel Stickoxide ein Fahrzeug im Verhältnis zur Motorleistung ausstoßen darf. Die Euro 1-Norm erlaubt bis zu 8 Gramm Stickoxide pro Kilowattstunde. Die heute am weitesten verbreitete Euro 5-Norm erlaubt nur noch 2 Gramm. Die für Neufahrzeuge verpflichtende Euro 6-Norm sogar nur 0,4 Gramm. Wir prüfen einzeln fahrende Lkw, die eine möglichst eindeutige Abgasfahne liefern. Ja, also jetzt hinter dem bulgarischen Lastwagen sind wir jetzt gerade mal ein bisschen in die Fahne reingefahren. Sofort sind auch die Stickoxidwerte nach oben gesprungen. Also ein Oldtimer quasi. Ein Oldtimer, ja. Also nicht vereinbar mit Euro 5 und Euro 6 überhaupt nicht. Tatsächlich ist dies ein moderner Lkw. Ein Blick auf die Fahrerseite zeigt, er hat einen AdBlue-Tank und trägt ein Euro 5-Symbol. Wenn wir jetzt hier vorbeifahren, sehen wir ganz eindeutig, das ist ein BlueTEC 5, also ein Euro 5-Fahrzeug, Mercedes-Benz. Also das kann auf jeden Fall kein reguläres Euro 5-Emissionsfahrzeug sein. Über 100 Fahrzeuge prüft Dennis Pöhler an diesem Tag. Ausschließlich Lkw aus Osteuropa zeigen auffällige Werte, verglichen mit identischen Fahrzeugen mit deutschem Nummernschild. Sogar moderne Euro 6 Lkw mit osteuropäischem Nummernschild liefern auffällige Werte. Oh, das ist ein Euro 6. Das ist ein Euro 6. Ja. Und der ist aber um das Vierfache zu hoch. Genau, der wäre jetzt ein Faktor 4 ungefähr zu hoch zu dem, was eigentlich ein Euro 6 Fahrzeug emittieren sollte. Also mich überrascht jetzt schon so ein bisschen, dass wir eigentlich so viele Fahrzeuge finden, die das haben. Also mir war es jetzt auch nicht so bekannt, dass es so einfach ist, das zu manipulieren. Wir würden die auffälligen Lkw gerne anhalten und untersuchen, aber das dürfen nur Behörden. Wir prüfen auch deutsche Lkw. Es bleibt dabei, keiner zeigt auffällige Werte. Das erklärt Andreas Mosshirsch auch so. Diese Art Betrug hat zu viele Mitwisser. Denn unbemerkt lässt sich ein manipulierter Lkw nicht betreiben. Also wenn er diese AdBlue-Killer verwendet, dann merkt es natürlich der Fahrer, weil das Fahrzeug ja keine AdBlue mehr verbraucht. Und das müssen natürlich auch andere Leute in der Firma ja auch merken, bis hin zum Einkauf, Buchhaltung, dass in der Firma offensichtlich dann keine AdBlue verbraucht wird, im Gegensatz zum Diesel. Ne? Das heißt, man braucht auch ein Netzwerk innerhalb der Firma, ein Netzwerk von Mitwissern. Und zwar ein sehr großes Netzwerk, um sowas überhaupt zu gestalten. Manipulationen können wir heute nicht gerichtsfest beweisen. Doch die Indizien sind alarmierend. Wenn man sich anguckt von diesen Osteuropäern, was gute 40 waren, waren jetzt 11 auffällig gewesen, eindeutig auffällig. Das sind zwar jetzt nur vorläufige Ergebnisse, aber bei denen wird man schon sagen, die haben irgendwo an dieser Abgasanlage manipuliert. Insgesamt unternimmt Dennis Pöhler Prüffahrten an 4 Tagen. Das Ergebnis? 20% aller Lkw aus Osteuropa sind auffällig. Laut Statistik fahren Osteuropäer im Jahr 8 Milliarden Kilometer auf der Autobahn. Wenn tatsächlich 20% von ihnen auffällige Werte liefern, hieße es, dass in Deutschland 1,6 Milliarden Kilometer jährlich von abgasmanipulierten Lkw gefahren würden. Ich besuche einen Fachmann für Lkw-Motorentechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Professor Thomas Koch hat selbst Lkw-Motoren entwickelt. Er sagt, es gibt keine bessere Abgastechnologie als die Reinigung mit AdBlue. Für ihn ist der Sachverhalt klar. Ist die AdBlue-Anlage ausgeschaltet, fallen die Lkw mindestens auf das uralte Euro 1-Niveau zurück. Ein Nicht-Einspritzen von AdBlue führt dazu, dass die Fahrzeuge, zum Beispiel ein Euro 5-Lkw,
auf ein etwa fünffach erhöhtes Stickoxidemissionsniveau fällt. In anderen Worten bedeutet dies, dass das Fahrzeug stickoxidseitig ein Emissionsniveau erfüllt, welches wir Anfang, Mitte der 1990er Jahre hatten. Wenn jeder fünfte Osteuropäer mit manipulierter Abgasanlage fährt, ergebe das, so Professor Koch, einen hohen Mehrausstoß an Stickoxiden. Fachbegriff NOx. Ist gleich 14.000 Tonnen NOx pro Anno. Professor Koch errechnet auf Basis unserer Daten eine Mehrbelastung von bis zu 14.000 Tonnen Stickoxiden pro Jahr in Deutschland. Zum Vergleich, der Schaden, den der VW-Abgasskandal in den USA ausmacht, liegt bei 7.000 Tonnen. Das Doppelte des amerikanischen VW-Abgasskandals, angerichtet durch vergleichsweise einfache Elektronik, für 80 Euro das Stück. Den Ingenieur trifft so etwas schwer. Mir blutet das Herz als Ingenieur, wo wir doch ein Jahrzehnte altes Problem des Dieselmotors endlich gelöst haben, wenn nun solche Lösungen dazu führen, dass unser Ziel doch nicht erreicht wird. Die internationale Automobilausstellung in Hannover. Das Schaulaufen der Hersteller, die mit Recht von sich behaupten, dass moderne Diesel-Lkw sauberer fahren können als herkömmliche Pkw, wenn die Anlage nicht manipuliert ist. Manche Hersteller möchten überhaupt keine Interviews geben. Die meisten anderen scheinen sich mit dem Thema Abgasmanipulation nicht richtig auszukennen. Bei Betrugsversuchen vertraut der Vertreter dieses Herstellers auf die Motorelektronik. Fährt er auch ohne AdBlue? Er fährt schon, aber nicht sehr weit, weil im Abgasstrang natürlich Schnüffler drin sind, Sensoren, die sehr genau die Stickoxide messen. Uns ist auch nicht bekannt, dass man da irgendwie mit softwaremäßig nachrüsten oder nachtarocken kann. MAN ist der zweitgrößte Hersteller auf dem deutschen Markt. Deren Konstrukteur gibt immerhin zu, dass seine Fahrzeuge nicht 100% sicher sein können. Kann man als Hersteller sowas tatsächlich komplett sicher machen, dass da keiner rummanipulieren kann? Komplett oder eine absolute Sicherheit gibt es eigentlich bei keinem System. Das ist manipulieren können Sie letzten Endes, wenn Sie kriminelle Energie mitbringen, bei aller möglichen Software. Offenbar sind viele Lkw leichter zu manipulieren, als es manche Hersteller wahrhaben wollen. Ein neuer Abgasskandal. Obwohl nicht Hersteller manipulieren, sondern Betreiber. Alle Welt redet vom VW-Abgasskandal. Wie muss man jetzt von einem Lkw-Abgasskandal sprechen? Also ich denke schon, der läuft zwar unter anderen Vorzeichen, weil jetzt hier natürlich die Hersteller nicht wirklich direkt betroffen sind, sondern das lief ja jetzt hier, die Manipulationen liefen ja hier quasi über den Anwender. Inzwischen kam auch das Angebot des rumänischen Spediteurs. Er verlangt für den Umbau 95 Euro pro Fahrzeug. Und wenn durch Polen gefahren wird, baut er für 90 Euro einen Extraschalter ein, der die AdBlue-Anlage wieder einschaltet. Denn die Polen, sagt er, kennen die Manipulationen. Also offensichtlich kontrollieren die da anders oder effektiver. Wenn man schon dafür extra Abwehrmechanismen quasi entworfen hat, die schon Polenschalter heißen, dann lässt es natürlich schon mal tief blicken, ne? Warum haben die Abgasmanipulierer Angst vor den polnischen Behörden? Wir begleiten eine Spezialeinheit der polnischen Polizei. Neben Fahrzeiten, Verkehrssicherheit und Ladungssicherheit, wie ihre deutschen Kollegen, überprüfen sie zusätzlich Abgasanlagen mit Erfolg. Die hier haben wir bei den letzten Kontrollen gefunden. Wir haben recherchiert und uns mit dem Einbau dieser Emulatoren befasst. Wir wissen genau, wo wir sie finden können. Das hat sich bei den Fahrern herumgesprochen. Hinweise sind leere AdBlue-Tanks, fehlende Tankquittungen und, wie wir in Rumänien gelernt haben, Tankanzeigen. Dieser Lkw kommt aus Lettland. Und der Fahrer hat kein Problem damit, bei der Kontrolle gefilmt zu werden. Seine AdBlue-Tankanzeige steht auf genau halb voll. Verdächtig.
Genau. Die Anzeige bei manipulierten Lkw steht exakt entweder auf Viertel, halb oder ganz. Das ist schon ein relativ sicheres Anzeichen, dass hier etwas gemacht wurde. Das reicht dem Kontrolleur, um hier und jetzt den Lkw zu untersuchen. Er weiß genau, wo bei diesem Modell die Kabel für die AdBlue-Anlage laufen. Erwischt. Unübersehbar ein AdBlue-Emulator. Der Fahrer gibt sich überrascht und erklärt von nichts zu wissen. Und was ist das hier? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Das ist ein AdBlue-Schalter. Keine Diskussion, das ist ein AdBlue-Schalter. Das Gerät blinkt, ist also in Betrieb. Und der AdBlue-Tank ist vollkommen leer. Der Fahrer präsentiert eine übliche Ausrede. Das ist gar nicht mein LKW. Ich fahre den erst seit 2 Tagen. Ich komme außerdem jetzt gerade aus Deutschland. Da wurde ich kontrolliert. Da hat niemand etwas gesagt. Da war alles in Ordnung. Eine Strafe in Höhe von etwa 100 Euro ist fällig. Außerdem muss der Emulator abgebaut werden. Das geht ganz einfach per Messer. Der illegal eingebaute Emulator verändert die Elektronik des LKW. Damit erlischt die Betriebserlaubnis und auch die Versicherung wird ungültig. Der LKW fährt zwar noch, aber ohne Emulator erkennt die Bordelektronik, dass kein AdBlue eingespritzt wird. Die Motorleistung wird auf 20% gedrosselt. Der Wagen schleicht in die nächste Werkstatt. Der Mann sagt, er wäre gerade erst in Deutschland geprüft worden. Anscheinend aber nicht auf Abgasmanipulationen. Wir begleiten eine Lkw-Kontrolle des Bundesamtes für Güterverkehr. Ihre Papiere bitte. Die Männer sind Fachleute, teils mit technischer Ausbildung. Das Thema AdBlue ist ihnen unangenehm, aus gutem Grund. Kontrollieren Sie die AdBlue-Anlagen auf Emulatoren? Also weniger, aber da ist also auch sehr vieles im Argen. Da wird also auch sehr viel manipuliert, ne, bei AdBlue-Anlagen. Ja. Aber Sie haben keine Handhabe im Moment, oder? Ja, also wir kontrollieren das ja momentan nicht schwerpunktmäßig. Unser Schwerpunkt liegt ja mehr auf den manipulierten digitalen Kontrollgeräten. Die messen die Fahrt- und Ruhezeiten und dürfen nur geöffnet oder ausgebaut werden, wenn sich handfeste Indizien auf Missbrauch ergeben. Wenn, wie hier, ein unerlaubter Schalter eingebaut ist. Das unterscheidet ihre Arbeit von den Polen. Die Deutschen können nur bei hinreichendem Verdacht Abgasanlagen prüfen. Haben Sie nach sowas eigentlich kontrolliert, nach den Emulatoren? Nein. Können Sie nicht oder machen Sie nicht? Oder? Haben wir keine Möglichkeit für. Ist Ihr AdBlue okay? Ja. Emulator? Ja, no Emulator. Sicher? Okay, funktioniert. Ja. Kein Emulator gebaut? Keine. Okay, aber es sieht so aus, als ob er das Thema kennen würde, ne? Das sieht so aus, ja. Ja. Was meinen Sie dazu? Also ich denke, dass man das vielleicht ein bisschen anders anpacken muss. Ne? Ja. Vielleicht, dass man die Firma fragen tut, wie sieht es aus über den Jahresverbrauch, ne? Das Fahrzeug braucht ja, gut, so aber der sitzt in Rumänien. Wie wollen Sie das denn da herholen? Das ist ein schwieriges Thema. Ne? Zum Umweltschaden kommt ein weiteres Problem. Osteuropäische Lkw dürfen auch Fahrten in Deutschland übernehmen. Manipulierte Fahrzeuge fahren billiger und drängen so die Konkurrenz vom Markt. Ralf Karthaus ist Spediteur aus Remscheid und betreibt 25 Lkw. AdBlue kauft er im Großhandel, möglichst billig. Ein Kostenfaktor bleibt es trotzdem. Jetzt mal angenommen, Sie könnten irgendwie pro Fahrzeug, sagen wir mal, 1.000 Euro im Jahr sparen. Ist das für Sie attraktiv? Ja, natürlich. Bei 25 Fahrzeugen wären es 25.000 Euro. Das ist ein Kostenfaktor, den wir mittlerweile haben. Denn die Margen im Speditionsgewerbe sind auch nicht so dick, dass man da, wer weiß, hier rumschwelgen kann. Ist Ihnen das bekannt, dass da mit AdBlue geschummelt wird? Nein, direkt ist es mir nicht bekannt. Ich weiß das nicht. Ich habe es mal vom Hörensagen gehört, dass da geschummelt wird. Aber wieder die Modalitäten aus, sonst kann ich hier nichts sagen, weiß ich nicht. Ich habe einen Emulator mitgebracht und berichte von meinen Erfahrungen in Rumänien.
Bruder Oliver Karthaus leitet die hauseigene Werkstatt. Auch er staunt über die illegale Technik. Dann kriegen Sie auch noch so eine kleine DVD dazu. Toll. Die Bedienungsanleitung. Das ist die Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist teuer. Ja, ist da, ja, genau. Ist ja ein Ding. Dreist. Absolute Wettbewerbsverzerrung. Wollte ich gerade sagen, ja. Und da die meisten Verkehre innerdeutsch hier stattfinden oder viel für uns fahren, ist gegenüber den deutschen Wettbewerbern oder Mitbewerbern eine große Dreistigkeit, sowas überhaupt zu tun. Wenn das ganze Fahrzeugflotten sind, die damit ausgerüstet werden, ist es auch gegenüber den deutschen Unternehmen ein Riesenwettbewerb. Maut- und Steuerhinterziehung. Schlicht und ergreifend. Tatsächlich richtet sich die Höhe der Autobahnmaut unter anderem nach Schadstoffklassen. Manipulierte Lkw betrügen auch hier, denn sie zahlen pro Kilometer etwa 6 Cent weniger, als sie vom Schadstoffausstoß her müssten. Professor Kai Mitusch aus Karlsruhe erstellt die Mautstatistik der Bundesregierung. Er hat ausgerechnet, um welche Beträge es geht. Lkw aus Osteuropa zahlen 1,3 Milliarden Euro Maut pro Jahr. Wenn man annimmt, dass 20% von ihnen eine falsche Schadstoffklasse angeben, errechnet er einen Differenzbetrag von bis zu 113 Millionen Euro pro Jahr. Mautbetrug. Ja, die kriegen einen Rabatt, weil sie so tun, als wären sie sehr umweltfreundliche Fahrzeuge und sind es in Wirklichkeit überhaupt nicht. Das ist schon schlecht. Auch Lkw sind heutzutage rollende Großrechner. Professor Mitusch geht davon aus, dass jede Elektronik anfällig für Manipulationen ist. Ich denke, das ist überhaupt ein Thema unserer Zeit. Ja, wir haben eigentlich mit Software und Hardware und Messungen die Möglichkeiten, gerade Umweltemissionen, aber auch Lenkzeiten und so sehr gut zu kontrollieren heute. Das geht ja viel besser als früher. Aber dann haben wir das Thema Schummelsoftware, wir haben das Thema Hacken von Software. Damit werden wir noch, da können wir noch viele Interviews zu führen. Vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur wollen wir wissen, ob das Thema bekannt ist und was man gegen AdBlue-Betrug unternimmt. Die Antwort? Man kenne das Problem nicht. Eine der wenigen Expertinnen im Bundestag, die SPD-Abgeordnete Kirsten Lühmann. Sie war lange Polizistin und hat hunderte Fahrzeuge selbst kontrolliert. Ich bin nicht sehr überrascht. Also Abgasreinigung mit AdBlue ist im Moment das Beste, das wir haben, wenn es halt funktioniert. Und es ist immer so, wenn wir eine neue Technik einführen, die dann natürlich auch etwas Geld kostet, in unserem Fall also das Geld für diese AdBlue-Flüssigkeit, dass es dann kriminelle Elemente gibt, die versuchen, das zu umgehen. Im Moment ist es ja so, die Fahrzeuge fahren über unsere Straßen und haben ein Entdeckungsrisiko, das gegen Null geht. Den Kontrolleuren müssten mehr Befugnisse eingeräumt werden, um die Abgasbetrüger zu stoppen. Solange aber das Problem nicht einmal erkannt wird, verliert der Staat Millionen an Mautgebühren und Dreckschleudern verpesten weiter unsere Luft.